Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich sehr riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch über sehr interessante Themen sprechen. Zum einen geht es um die Frage, ob die Bitcoin-Talfahrt bereits beendet ist. Außerdem sprechen wir über den Rat von Kim.com, der Mega-Upload in der Vergangenheit gegründet hat und hier sich nun entsprechend für den Bitcoin positiv positioniert. Und wir sprechen über die Pläne von Volkswagen, die ebenfalls sich mit dem Thema Blockchain und Kryptowährungen weiterhin stark auseinandersetzen und auch Interesse an der Bitcoin-Blockchain haben. Doch bevor wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpasst. So, und jetzt gucken wir uns natürlich erstmal die aktuelle Situation auf der Seite coinmarketcap.com an und wir sehen, dass der Bitcoin hier auf insgesamt 107 Milliarden US-Dollar Market Cap gefallen ist, damit also wieder knapp 3 Milliarden US-Dollar rückläufig und das ist natürlich nicht die beste Nachricht. Wir haben aber dafür einen relativ stabilen Preis, auch wenn wir sehen, dass der Graph wieder runtergeht, also sich negativ bewegt. Vorhin oder im Laufe des Tages sind wir über 6.400 Dollar wieder hochgeklettert, jetzt aktuell bei einem Wert von 6.247 US-Dollar. Und damit eben auch ein relativ negativer Trend, den wir jetzt hier gerade wieder verfolgen. Das Handelsvolumen hat sich nicht großartig geändert, liegt immer noch bei 4,3 Milliarden US-Dollar, schwenkt jetzt so zwischen 4 und 4,5 Milliarden und hält sich dabei eher konstant. Ansonsten sehen wir jetzt hier noch, dass insgesamt in den letzten 24 Stunden der Kurs um minus 1,45% eingefallen ist oder beziehungsweise rückläufig ist. Das ist natürlich nicht die beste Bewegung, aber immer noch deutlich besser, als es die meisten anderen Coins hier so getroffen hat. Wir haben zum Beispiel mit Ethereum quasi den stärksten Verlust in der Top 10, die hier 9,91% verloren haben. Andere Kryptowährungen wie EOS zum Beispiel haben hier sogar oder ebenfalls halt 6,29% verloren. Und wir sehen, dass quasi alle Währungen hier wieder sehr, sehr negativ trenden oder beziehungsweise performen. Ansonsten hat sich die Bitcoin-Dominanz weiter gesteigert. Wir hatten ja gestern den Wert von 50% quasi überschritten und jetzt liegt die Bitcoin-Dominanz bei insgesamt 52,3%. Und jetzt gucken wir uns erstmal das erste Thema an und zwar geht es um die Frage, ob die Talfahrt der Kryptowährungen bzw. des Bitcoins weiter anhalten werden oder eben nicht. Und wir haben hier im ersten Teil des Artikels erstmal nochmal den Rückblick quasi. Hier in dem Artikel geht es vor allem darum, dass der Winklevoss ETF bzw. die Ablehnung dieses ETFs dafür eben ja schuld sein soll, dass dieser Kurs tatsächlich so rückläufig ist. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Wahrheit entsprechend. Meiner Ansicht nach hat das Thema gar nicht den großen Wert gehabt, also ein ETF natürlich schon, aber nicht der Winklevoss ETF, der hier so riesig war und der tatsächlich den Kurs in die negativen Trends eben geschickt hat, beziehungsweise die Ablehnung. Ich glaube eher, dass es an der Verschiebung der eigentlichen Entscheidung des ETFs, dass das der Grund dafür war. Aber es gab natürlich noch viele, viele weitere Faktoren, die damit reingespielt haben. Aber ich finde das ein bisschen schade, dass man sich hier vor allem auf diesen Winklevoss ETF eben positioniert oder darüber schreibt. Wahrscheinlich eben auch, um entsprechend Keyword-technisch und so weiter relevant zu sein. Aber gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Letztendlich, der ETF, ein großes Thema, wird quasi in jedem Video, ich glaube bei fast jedem Krypto-Fan oder eben Krypto-Enthusiasten eben irgendwie thematisiert. Und ja, das ist natürlich auch das größte Thema, was wir so haben. Wir haben jetzt Ende September als Deadline, in der wir dann nochmal entsprechende ETF-Entscheidungen wahrnehmen werden. Und aktuell haben wir sowieso einen Kurs von 6.200 Dollar. Das ist natürlich nicht der beste Wert, aber es ist immer noch ein besserer Wert als vor einem Jahr. So, und jetzt gab es dann aber sehr interessante Aussagen hier. Hier gab es nämlich verschiedene Unternehmer oder beziehungsweise Experten in Anführungsstrichen, obwohl ich Experten immer ein bisschen falsch finde, die sich hier geäußert haben. Zum einen haben wir hier Mike McGlone, der ein Intelligence Analyst für Bloomberg ist und der hier prognostiziert, dass der Kurs auf 4.000 Dollar einbrechen könnte. Man sagt natürlich hier auch wieder ganz klar, er könnte einbrechen. Da ist sich natürlich wieder keiner sicher. Das ist ja auch absolut richtig.
Ich denke, es gibt niemanden, der hier zu 100% irgendwelche Aussagen treffen kann. Viele beziehen sich auf Charts. Auch das ist natürlich immer ein sehr interessantes Werkzeug. Kann stimmen, muss aber nicht. Letztendlich sind es Vermutungen und es ist ein bisschen Raten. Und ob es denn tatsächlich eintritt, das ist dann immer die andere Frage. Und ja, wenn man sich entsprechend positioniert, das ist halt eine 50-50-Chance, ja, dass man richtig liegt. Also von daher ja, versucht dann natürlich jeder in gewisser Weise sein Glück. Dann haben wir weitere Analysten, die sich hier mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel hat Robert Slimer hier auch gesagt, dass er denkt, dass der Bitcoin aktuell nicht prognostizierbar ist und er ist eben sich auch nicht sicher, ob man jetzt long oder short gehen sollte, also ob der Kurs eben zukünftig weiter steigen wird oder weiter fallen wird. Er rät dazu, erstmal die Marktsituation abzuwarten, bevor man solch eine Entscheidung trifft, um eben Stabilität in den Kryptowährungen zu haben. Aber auch hier muss man sich natürlich wieder im Klaren darüber sein, dass vor allem der Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, ich möchte den Bitcoin hier nicht herausstellen, sehr hohe, also einen sehr hohen Grad an Volatilität haben. Das heißt also, sie schwanken sowieso unvorhergesehen in alle Richtungen und ja, bewegen sich nicht wirklich ja, konstant nach oben oder nach unten. Deswegen, ja, ist das natürlich auch immer so eine Sache an sich, aber natürlich wäre es schön, wenn der Bitcoin sich in irgendeiner Art und Weise stabilisieren würde, um entsprechende Entscheidungen daraus ableiten zu können, aber das ist eben sehr, sehr schwer. Dann haben wir hier natürlich auch nochmal jemanden, der sich extrem negativ gegenüber dem Bitcoin äußert und das ist Jeff de Graaf, der hier der technischer Leiter bei Renaissance Macron Research ist und er wettet gegen den Bitcoin. Er ist einer der großen und angesehenen Charttechniker der letzten zwei Jahrzehnte der Wall Street und sagt oder positioniert sich so, dass der Bitcoin Richtung Endzeit unterwegs ist. Das heißt, dass er auch in Zukunft dann eben keinen Stellenwert mehr haben wird und vor allem immer weiter absinken wird, bis er dann irgendwann keinen Wert mehr hat. Ob eine dieser Prognosen überhaupt richtig sein wird, von den beiden, die wir uns jetzt hier angehört haben, das mag ich zu bezweifeln. Ich bin sehr gespannt und wir werden ja letztendlich in den nächsten Wochen und Monaten auch entsprechend sehen, ob eine dieser Prognosen hier tatsächlich eintrifft. Interessant aber auch zu sehen, dass man hier nur negative bzw. neutrale Aussagen gelesen hat und gar keine super positive, wie es halt in der Vergangenheit immer der Fall war. Dann haben wir den guten Kim.com. Ja, man mag über ihn halten oder man mag von ihm halten, was man möchte. Letztendlich ist er jemand, der neue Wege beschritten hat. Natürlich hat er in gewisser Weise einige illegale Dinge getan, für die er auch verurteilt wurde. Vielleicht wurde er teilweise ein bisschen zu hart behandelt, vielleicht eben auch nicht. Das ist immer die Frage und ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung zu dem ganzen Thema. Aber er positioniert sich aktuell zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen und rät seinen Fans, davon hat er einige, dazu entsprechende finanzielle Mittel in Gold und Kryptowährungen zu investieren, weil er davon ausgeht, dass der US-Dollar demnächst, obwohl ich demnächst immer so ein bisschen, naja, nicht schön finde als Formulierung. Ja, warum gibt man da keine Zeitfaktoren an? Ganz klar, weil sich niemand sicher ist, ob irgendwelche Dinge passieren. Wir haben jetzt jemanden, der hier wieder sehr viel Reichweite hat und eine Aussage trifft und er weiß genau, dass solche Aussagen dann eben genommen werden, um Artikel über ihn zu schreiben, damit er eben Publicity bekommt. Das ist eine ganz klare Sache, das ist Marketing, so funktioniert das eben heutzutage und wenn man eben keine festen Zeitpunkte äußert für irgendwelche Dinge, dann kann man eben auch nicht falsch liegen und wenn man, wie er jetzt hier einfach sagt, demnächst wird der Bitcoin oder beziehungsweise der US-Dollar in dem Fall ja wertlos sein, dann könnte es einfach in 100 Jahren so sein und dann würde er theoretisch ja immer noch recht haben, denn die Frage ist, in welchem Zeitfaktor redet er hier eigentlich. Aber letztendlich spricht er davon, dass der US-Dollar eben wertlos sein wird und er spricht davon, dass die Staatsverschuldung der USA ja jährlich um 1 Billion Dollar eben steigt und es wohl niemals möglich sein wird, diese Staatsschulden zurückzuzahlen. Hier wird dann so ein bisschen auf den Kontext auch eingegangen.
dass die Pro-Kopf-Staatsschulden in den USA bei aktuell 66.000 Dollar liegen, Tendenz steigend, und in Deutschland wären es ja nur 28.180. Perspektivisch, wenn man davon ausgeht, dass Deutschland ja auch weiterhin zum Beispiel ebenfalls Staatsschulden anhäuft, wie alle anderen Länder eben auch, ja, dann würden wir ja theoretisch auch irgendwann vielleicht den Euro haben, der eben keinen Wert mehr hat. Ja, letztendlich wieder eine sehr, sehr gewagte Aussage. Dennoch sehr interessant zu sehen, dass jemand, der so viel Einfluss hat und so viel Reichweite hat, ob er Einfluss hat, das lässt sich natürlich jetzt nicht wirklich sagen. Aber auf jeden Fall sehr interessant, dass sich jemand hier wieder mit dem Finanzsystem auseinandersetzt und sich eben positiv gegenüber dem Bitcoin und auch dem Gold eben positioniert, um seinen Followern quasi Warnungen auszusprechen. Inwieweit das seinen eigenen Interessen hier natürlich wieder Auftrieb verleiht, das ist natürlich hier die Frage. Ich denke, darüber kann man nur spekulieren letztendlich, aber eher eine positive News für den Bitcoin selber. Und dann haben wir zu guter Letzt nochmal das Thema Volkswagen, die sich hier weiterhin mit der Thematik der Blockchain-Technologie auseinandersetzen. Wir haben ja auf der CeBIT in Hannover mitbekommen, dass Volkswagen gemeinsam mit IOTA ein Proof of Concept vorgestellt hat. Und jetzt ist eben auch bekannt geworden, dass Volkswagen ein großes Interesse daran hat, sich mit dem Thema Bitcoin, Ethereum und allgemein mit der Blockchain auseinanderzusetzen. Langfristig verfolgt Volkswagen natürlich verschiedene Lösungswege, möchte verschiedene Probleme lösen. Es geht da um die Bereiche Wartung, Logistik, selbstfahrende Autos und eben um manipulationssichere Kilometerzähler. Außerdem geht es auch vor allem darum, eben in Zukunft mehr Automatisierung in bestimmte Prozesse zu bekommen. Ja, zum Beispiel geht es um Tankstellen, an denen man dann einfach kontaktlos sofort bezahlen kann und so weiter. Es geht um Autowäschen. Es gibt einfach überall unnötige Vermittler, die aktuell die ganzen Prozesse super verlangsamen, und hier kann eben die Blockchain aufgrund der hohen Sicherheitsstandards eben ein perfektes Werkzeug sein, um die technologischen Fortschritte eben weiter voranzubringen, aber natürlich auch Volkswagen hier entsprechend ja einen neuen Auftrieb zu verleihen und ja wettbewerbsfähig zu sein gegenüber allen anderen Unternehmern bzw. Unternehmen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass sich hier ein Unternehmen aus der Automobilbranche mit dem Thema auseinandersetzt, sich weiterentwickelt und eben auch neue Möglichkeiten sucht, um die, ja, die eigenen Interessen natürlich voranzubringen, aber eben auch die Interessen der Bevölkerung und der Menschheit eben voranzubringen. Und ich persönlich fahre natürlich auch Auto und fände das natürlich unglaublich cool, wenn ich einfach auf eine Tankstelle fahre, dann entsprechend Sprit tanke, ganz normal und regulär, und dann einfach direkt wieder losfahren kann, weil ich einfach schon die Transaktion ausgeführt habe. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, aber das wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Dennoch ist das sicherlich auch wieder einer der richtigen Impulse, die wir hier brauchen, um den Bereich bzw. den Bitcoin oder andere Technologien wie zum Beispiel die Blockchain-Technologie eben voranzubringen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.